Endlich. Das geht schneller. Es gibt noch so viele Sachen zum Transportieren. Immerhin haben wir einen Haufen Holz. Und keinen, der arbeiten will. Beziehungsweise nicht als Bauarbeiter aktuell. Ich wollte die holen, dann hieß es, die wird schon geholt. Am besten nimmt er jetzt die Keule mit. Ah ne, er kümmert sich doch um die Frau. Oh, er hat kein linkes Bein mehr. Ich kann nur noch einschläfern. So eine Kacke. Da! Jetzt bullen die Scheißpenner sich nämlich da durch. Ey, ich könnte so kotzen. Das haben die sonst nie gemacht. Und kaum bist du einen Schritt zu weit an der Seite, ey, kriegst du hier auf Fresse. Wär's mal Feuer löschen, Leute. Hat, glaube ich, echt Vorteile. Das ging ja nochmal gut. Kasur 1 ist am Einschläfern gestorben. So, wir brauchen produktionstechnisch den Schmelzofen. Der ist elektrisch, da muss der in irgendein Gebäude rein, ansonsten kriegen wir ja nur Probleme mit dem Kack. Hm.
keiner mag meine Kolonie. Das ist sehr ernüchternd. So, Ice Lady hat sich wieder erholt. Hier vorne verwesen ein paar vor sich hin. Ist eingeschlafen, das verrückte Tier. Das kommt nicht. So, nach und nach kommen die sogar voran mal mit den Bauarbeiten. Die Hitzewelle ist vorbei, das ist auch gut. So, das komprimierten Stadion haben die auch soweit abgebaut. Mehr oder weniger. Warum hat Drachen dort bei Bergarbeit 7 drin stehen? Das ist doch eigentlich eins seiner Sachen. Neben Bauarbeit. Unge war wirklich sein Sohn. Das ist sehr verstörend. Stell dir mal vor, es wäre wirklich so. Unges Drachenlords Sohn. 1 Million Aufrufe sicher. Ach, verdammt, ich muss wirklich sagen, ich bin traurig, dass Unge gestorben ist. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Pilofass, komm mal her. Begrab die mal. Sonst sehen die ganze Zeit die Leichen hier. Das macht's auch nicht besser. Das baut Günther Shadow schon. Oh, da unten haben die es so gebaut, dass man's nichts damit man, dass man nichts damit anfangen kann. So. Rasen vor Wut. Ich habe irgendwie das Gefühl, jemand hat die vergessen. Günther Shadow hat die vergessen. Toller Aufseher bisse.
Toter Mensch wird bereits von Ice Lady benutzt. Gut. Scheiße, wie setze ich den Raum denn da noch hin? Verweigert einfache Arbeit. Geistige Arbeit, furchterregend Feuer löschen. Starker Nahkämpfer. Nee, wenn der auch einfache Arbeit verweigert, kann der auch gehen. Da bringen uns die einfach nichts. Aber nicht verstehe, dass die einfach ihren Bedürfnissen nicht mehr nachkommen. Schicke ich die zu weit weg? Drücke ich die mal in die innere Zone wieder rein? Ah, jetzt gibt es erstmal Strom. Drachenlord hat sich endlich dazu durchgerungen, die Windkraftanlage zu bauen. Und Günther Schelle auch. Und direkt laufen die durch. Mit volle Power. Haben wir direkt 9000 Watt auf der Leitung. So, den nächsten Granitblock setzen. Wenn irgendeiner es hinkriegt. Warum sieht eigentlich jetzt Drachenlord aus wie eine fette Version von Obi-Wan Kenobi? Und Pilofass sollte mal anfangen, Sachen zu tragen. Was unser Hund eigentlich auch schon macht, wenn er mal will. Na komm, lernst du auch noch Leine lösen von Gronkh. Vorratskapsel, Überlebensration. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber können wir mal holen. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Was soll ich machen? Dein Sohn ist halt gestorben, Drachenlord. Also, ich kann dich aber auch nicht den ganzen Tag auf Freizeit setzen. Dann machen wir es so, dann kannst du dich mittags ein bisschen ausruhen. Kannst du chillen. Fühle mich gut. Ist halt kacke, wenn der Sohn stirbt. Machen wir uns ja auch nichts vor.
Ich sollte das mal einsparen. An Energie. Die Geschütze verbrauchen natürlich auch die ganze Zeit eine ganze Menge. Mal gucken, ob das funktioniert, die Leute anzuwerben. So, da haben die das Stück Wand gebaut. Dann bauen wir noch eins. Dann ist das zu. Einfache Prothesen abgeschlossen. Mechanik. Hier können Schusswaffen hergestellt werden. Bevor ich es vergesse, wie wär's mal mit dem Rohstoffausbau da oben? Aber das wollte er bestimmt nicht machen. Ja, super. Naja, immerhin seid ihr zufrieden. Rette Gronkh, verdammte Scheiße! Oh, sorry. So, wir haben den Affen rekrutiert. Ist doch nicht wahr, ey. Weißt du, der rennt los und schafft es nicht, sich selbst zu schützen, ey. Krise. Linkes Bein abgerissen, linke Hand bis durch Panther, kleiner Finger links abgerissen. Aber er wird super versorgt. Das schaffst du, Gronkh. Kriegen wir auch viele Besuchergruppen. Auch wenn die uns nicht mögen. Habe ein Haustier, bin deshalb glücklich. Keine Materialien. Dann lass uns doch mal schauen. So, du musst dich übrigens hier gerade noch neu verbinden. Da kann ich jetzt auch kein Loch reinpfeffern einfach. Das schon eher. Da kommt er auch hin. Das ist noch innere Zone. Da wird er auch hinkommen. Ach, ist egal, ob der jetzt da außen rumläuft oder hier links.
Jetzt haben wir eine schlechtere Beziehung mit der einen Fraktion, weil wir den Affen angeworben hatten. Und Gronkh kriegt auch eine Infektion. Im Oberkörper. Behandle mal Gronkh. Und zwar Daddy. Es gibt einfach so viele Schlackebrocken, die ich eigentlich kaputt machen will. Einschmelzen. Und mir fehlt die Ressource, um letztendlich da oben die Produktion voranzubringen. So, rüste den Gladius mal aus. Toll, rechter Fuß, Infektion. Sorry, Gronkh. Aber ich muss aufpassen, nicht, dass du zu viele Infektionen hast und nach uns wegstirbst. Da kriegst du lieber später einen bionischen Fuß oder was auch immer. Okay, der hat Medizin 11. Der wird ja wohl eine vernünftige... Sehr schön. Jetzt hat Gronkh keine Beine mehr. Weil linkes Bein wurde abgerissen, rechtes Bein... Beziehungsweise rechter Fuß ist weg. Jetzt kann er nicht mehr weglaufen. Kann Vorteile bringen. Pinocchio Gronkh. Da hat Günther Schell nochmal geschafft, die Beziehung zu verschlechtern, bevor sie weg sind. Juhu, der Schmelzofen wird gebaut. Schlacke einschmelzen. Für immer. Jetzt brauchen wir noch einen Permanenthandwerker. Mal eben das ganze Ding aufbohren. Schmelze Dinge ein. Wenn es nichts Landwirtschaft zu tun gibt, soll er das machen. Obwohl, Affe, geh mal da auf Stufe 2.
Das ist echt witzig. Zwar riesig, aber ist okay. So, jetzt soll unsere Stahlproduktion explodieren. So viel Schlacketeile, wie wir rumliegen haben. So, Batterien sind gleich voll. Ne, Batterien sind voll. Und es wird ein bisschen warm. In unserer Kühlkammer. Was vielleicht an den Batterien liegen könnte. Leuchtkapsel. Leuchtet sehr lange Zeit, bevor sie vergeht. Barkeeper, Boyer. So, du bist auch ein bisschen breiter, trägst leider keinen Bart, aber du wirst jetzt Bruger. Und den Affen, den wir rekrutiert haben, wird, hier. ApoRed. Da muss ich ihn eigentlich gleich umbringen. ApoRed hat weder grünen Daumen noch irgendeine Leistung gebracht. Will ich irgendjemand Gronkh behandeln? Nö. Proof trinkt erstmal ein Bier. Bevor er Gronkh behandelt. Warum nicht? Moin, Doom Reaver. Baut Gebiet an? Nein. Ach, der Cooler wird von Günther Shadow schon gebaut. Okay. So, was sagt unsere Produktion? Wir haben 147 Eisen. Lass uns mal eben in die Produktion von Arbeitstisch für einfache Prothesen. Dann setze ich den schon mal an. Aber ich wundere mich schon, dass der jetzt nur rumliegt. Normalerweise sollte er auf jeden Fall Dinge einschmelzen, wenn er Zeit hat. So, Mechanik freigeschaltet, damit können wir Feuerwaffen eigentlich erledigen. Krematorium für die Feuerbestattung. Dann können wir die ganzen Gräber mal leer machen. Vor allem geil, der hat Freizeit und pflanzt hier Bäume an.